Okay, das verstehe ich nicht. Warum darf Marlene nicht mein Coach sein? Leonie, wenn du bei mir unter Vertrag stehst, dann werde ich alles dafür tun, dass du es bis ganz nach oben schaffst. Aber das funktioniert nicht, wenn wir Leute engagieren, nur weil du sie nett findest. Es geht doch nicht darum, dass ich sie nett finde. In der ersten Runde beim Talentwettbewerb habe ich keinen Ton rausbekommen. Marlene hat mir so wie niemand sonst geholfen, mein Lampenfieber zu überwinden. Und das hat auch bestens funktioniert. Eben. Marlene ist der perfekte Coach für mich. Für die erste Hürde ja. Aber für eine Profikarriere gibt es nur einen Martin Douglas aus London. Kenn ich nicht. Das überrascht mich jetzt auch nicht. Aber ich kenne ihn und ich bin der Produzent. Wenn ich das richtig verstehe, ist der Coach meine wichtigste Bezugsperson. Jemand, dem ich absolut vertrauen muss, oder? Glaub mir bitte, ich weiß, was ich tue. Tristan, meine Songs, das bin ich. Mit jedem Wort, das ich singe, gebe ich ein Stück meiner Seele her. Und das kann ich nur, wenn ich weiß, da ist jemand, der mich kennt. Jemand, mit dem ich auf einer Wellenlänge bin. Und dieser Vertrag ist ein riesengroßer Schritt für mich. Ein Neustart. Und ich will wirklich nicht undankbar sein, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich diesen Schritt nur mit Marlene gehen möchte. Oder gar nicht. Ich sage, wie sehr ich mich darauf freue, mit Leonie zu arbeiten. Ja, sie ist auch wirklich ein Riesentalent. Ja, und ich kann wieder kreativ arbeiten. Das ist das allerschönste Vorweihnachtsgeschenk aller Zeiten. Auch wenn du dadurch ständig Tristan über den Weg laufen wirst? Hat dir deine weibliche Intuition nicht geflüstert, dass er sich in Zukunft zurückhalten will? Davon gehe ich auch aus. Ich habe eher von dir gesprochen. Mhm. Ist es wirklich okay für dich, jeden Tag mit ihm zu arbeiten? Naja, es wird sich ja auf die nötigen Absprachen beschränken. Und den Rest der Zeit hätte ich ja nur mit Leonie zu tun. Hey, du kleines Mutter. Ach, komm her, Baby, du willst es doch auch. Hey, Leonie. Ist irgendwas passiert? Tristan will nicht, dass du mein Coach bist. Aber wenn du das nicht übernimmst, dann will ich diesen Vertrag überhaupt nicht haben. Ich habe bei dir ein richtig gutes Gefühl. Ja, das ist auch super wichtig, weil zwischen Sängerin und Coach, also dieses Verhältnis ist doch total intim. Also nicht Verhältnis jetzt in diesem Sinne, sondern anders. Und überhaupt, Clarissa hat doch erst zugestimmt, weil sie wusste, dass du auf mich aufpasst. Also geht das überhaupt eigentlich? Leonie, jetzt setze ich erstmal hin und atme tief durch. Ja, aber wie... Aber ich kümmere mich drum, okay? Das macht er doch nur wieder, um mir eine reinzuwürgen. Ich mein, erstes Interview und jetzt das. Irgendwann reicht's mir. Marlene. Allerdings. Und nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich bin stinksauer. Warum hast du Leonie gesagt, dass ich als Coach nicht gut genug für sie bin? Weil du keine Erfahrung hast. Ich glaube ja viel eher, dass es was damit zu tun hat. Du tust das doch nur, weil du ganz genau weißt, wie gerne ich wieder kreativ arbeiten würde. Das wäre ein wenig unprofessionell, findest du nicht? Ich habe keine Auftritte mehr und jetzt nimmst du mir auch noch die letzte Chance, mit Leonie zu arbeiten. Alles nur, weil du nicht erträgst, dass ich Rebecca liebe. Willst du etwa bestreiten, dass es Menschen gibt, die mehr Erfahrung als Gesangscoach haben als du? Nein. Oder dass jede kleine Meinungsverschiedenheit zwischen uns beiden das Potenzial hat, sehr persönlich zu werden, wie du gerade siehst. Ich glaube genauso wie du an Leonies Talent. Und deswegen sorge ich dafür, dass sie den bestmöglichen Coach bekommt. Und zwar Martin Douglas aus London. Wow. Er hat den Ruf, Stars zu machen. Du hast den Ruf, ein Star gewesen zu sein. Und wenn du jetzt mal alle persönlichen Beweggründe außen vor lässt, wen würdest du wählen an meiner Stelle? Natürlich klingt das vernünftig. Ich meine, man kann Tristan viel nachsagen, aber sicher nicht, dass er ein Dummkopf ist. Aber dieses ganze professionelle Blabla, das schiebt er doch echt nur vor, oder siehst du das anders? Naja, du hast doch selbst gesagt, dass dieser Martin Douglas, ja, dass er der Beste in der Branche ist. Und naja, wenn Tristan den für Leonie engagieren ja, will... Ja, wenn. Vielleicht sagt er das aber auch nur deshalb, damit ich vor Ehrfurcht erblasse. Okay. Komm her. Hinsetzen. Merkst du gerade, was passiert? Ja, du kommandierst mich rum? Ja, das auch. Das macht sogar richtig Spaß. Tristan hat gute Argumente, aber du willst sie nicht hören. Ich meine, wenn du Leonies Coach bist, ihr könntet täglich anderer Meinung sein. Und wer von euch beiden kann dann noch mit Sicherheit sagen, dass es dabei wirklich nur um den Inhalt geht? Aber es könnte doch auch gut gehen.
Douglas ist so ein harter Hund und Leonie, die ist sensibel. Die braucht eine konstruktive und harmonische Arbeitsatmosphäre. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich sollte aufhören, darüber nachzudenken, was ich mir wünsche, sondern mehr daran denken, was für Leonie das Beste ist. Hey, da bin ich. Leonie. Hey, schön, dass du gleich kommen konntest. Und, hast du mit Tristan gesprochen? Ja, das habe ich. Also, ich glaube, Tristan hat recht. Er hat den allerbesten Coach der Branche für dich engagiert. Ich hätte doch auch wahnsinnig gerne mit dir zusammengearbeitet, aber es wäre egoistisch, dir diese Chance kaputt zu machen. Egoistisch? Ich will doch auch mit dir arbeiten. Mann, dass ich an mich selbst glaube und dass ich glaube, dass ich es als Sängerin schaffen könnte, habe ich dir zu verdanken. Leonie. Und mein Lampenfieber, wenn das wiederkommt. Du weißt wenigstens aus eigener Erfahrung, wie das ist. Ich bin mir ganz sicher, dass Martin Douglas auch weiß, wie man damit umgehen kann. Tristan vertraut ihm. Und ich weiß, dass du Tristan vertrauen kannst. Er kennt sich in der Branche viel besser aus als ich. Nein, wirklich. Ich hätte nie in dem Maße Karriere gemacht ohne ihn. Und die meisten Chancen bekommt man eben nur einmal im Leben. Du sollst dich jetzt voll und ganz auf die Musik konzentrieren. Arbeite mit Tristan zusammen. Das wird toll. Okay. Ich weiß selbst, was ich gesagt habe. Sie bekommen den Vertrag, wenn Sie ihn bekommen. Rechtsanwälte. Ja? Ich stehe heute hoch im Kurs bei dir. Ich bin gekommen, weil ich mich entschuldigen wollte. Tristan, du hattest recht. Ich war mir sicher, dass du mich aus persönlichen Gründen nicht als Leonies Coach haben wolltest. Tja, und ich schätze, das ist der Beweis dafür, dass wir nicht noch enger zusammenarbeiten sollten. Schön, dass du das auch so siehst. Leonie kommt gleich vorbei, um den Vertrag zu unterzeichnen. Und also nur wenn es okay ist, dann wäre ich da wahnsinnig gerne noch dabei. Danach bin ich raus. Klar, warum nicht? Tristan, Leonie ist ein ganz besonderer Mensch. Sie ist so idealistisch und will mit ihrer Musik wirklich was erreichen. Und sie hat das Talent dazu. Das ist mir nicht entgangen. Ja, ich weiß, aber sie taktiert nicht und sagt immer offen, was sie denkt. Und das ist eben in diesem Business nicht immer das Klügste. Deshalb, bitte pass gut auf sie auf. Du musst mir das wirklich versprechen. Und Martin Douglas, der soll ganz behutsam vorgehen. Ja, erstmal das nötige Vertrauen aufbauen. Dir geht es also gar nicht um deine Karriere, sondern wirklich um Leonie? Naja, ja. Weißt du, Leonie erinnert mich daran, wie ich war ganz am Anfang. Ich dachte vor jedem Auftritt, ich muss sterben. Und meine Güte, wie oft wollte ich alles hinschmeißen. Aber zum Glück war immer jemand da, der das verhindert hat. Leonie kann es schaffen. Aber sie ist so sensibel und ich möchte nicht, dass er jemand wehtut. Nervös? Und wie? Hey, du bist ein Riesentalent und du wirst wahnsinnig erfolgreich sein. Auch ohne mich. Das weiß ich. Na los, machen wir einen Star aus dir. Hey, da seid ihr. Hi, es tut mir leid, dass ich vorhin einfach so abgehauen bin. Bitte, setz dich. Wo soll ich? Ich schreib dann einfach mal. Ich hab noch mal nachgedacht. Leonie sollte einen Coach haben, dem sie voll und ganz vertraut. Und ich denke, den hat sie bereits gefunden. Heißt das, wir? Das heißt, wir kommen im Team, wenn du noch willst. Was ist mit uns beiden? Wir beide werden schon einen Weg finden, wer weiß, wofür es gut ist. Danke, Tristan, du weißt überhaupt nicht, wie viel mir das bedeutet. Doch, das weiß ich. Beep, 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 beep.
schon ganz gut, der Übergang in die Kopfstimme. Das könnte noch ein bisschen flüssiger sein. Bi, 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 bi. Ja, ich dachte nur, Dienstboten lauschen an Türen. Ansgar, warum gehst du nicht auf der Autobahn spielen? Schlechte Laune. Und das, obwohl deine Ex strahlt wie ein Weihnachtsbaum. Ja, schön. Komm, weil ich sie als Coach engagiert habe. Wie generös von dir. Gut, Leonie. Sollst du mal ab. Das, obwohl sie sich jetzt ganz offiziell mit Becky amüsiert. Ja, schön. Sehr gut. Finde ich eigentlich ein bisschen enttäuschend. Enttäuschend für wen?